Gute Fahrt. Eine von euch beiden hat eine lange Zettel hier bei mir. Guten Abend. Nee, Freundchen, du kannst gleich wieder umdrehen. Bin ich der Freund? Du hast genug Intus, sehe ja, wie du hier reinstolperst. Ist aber nett, dass Sie sich Sorgen machen. Ich setze mich da hin. Gern die Bratkartoffeln. Bin ich schwer zu verstehen? Ohne Speck, bitte. Was? Nur die Bratkartoffeln, keinen Speck und ein Glas Wasser. Dankeschön. Echt lange? Aber Sie sollen doch nicht mehr arbeiten. Warum rufen Sie dann hier an? Oh mein Gott, ist das laut hier. Meiner Mitbewohnerin gefällt die Musik nicht. Dann soll sie ausziehen. Grundsätzlich fühlt sie sich ja wohl bei mir. Nächstes Mal darf sie das Lokal aussuchen. Wie ist es denn heute gelaufen? Ich werde ihn nicht mehr gebraucht. Ich bin praktisch nach dem Rücken. Wächter? Ja. Ich glaube, ich habe sie gerade singen gehört. Kann das sein? Manchmal hat die Nuss in ihrem Kopf ja lustige Ideen. Ich sehe das Kompliment gerne aus. Sie sollten heute kein Auto mehr fahren. Ja, Sie haben recht. Gut. Habe ich. Gästezimmer in Ihrem Haus? Alle belegt. Gibt es hier im Dorf eine Pension? Nein. Guten Appetit. Wir schließen gleich.